kommt wieder zu sich. Hey, Michelangelo, können Sie mich hören? Du solltest ihn nicht so ansprechen, Booth. Wenn er am Kopf verletzt ist, denkt er vielleicht, dass er es ist. Irgendwas piekt in meinem Rücken. Und irgendwas riecht hier ganz furchtbar. Wissen Sie Ihren Namen? Ja. Und wie heißen Sie? Das sage ich Ihnen nicht. Siehst du, du hast ihn verwirrt. Habe ich nicht? Ich bin nicht verwirrt. Ich sag ihm nur nicht meinen Namen. Er ist nicht verwirrt. Vitalzeichen sind stabil. Keine Anzeichen für eine Gehirnerschütterung. Wer sind Sie denn? Wer wir sind? Wir sind vom FBI. Hier, sehen Sie mal. Seit wann befasst ihr euch mit Plakatwandvandalismus? Ich würde jetzt gerne meine Untersuchung beginnen. Aber der Sanitäter hat doch gesagt, dass es mir gut geht. Oh, Sie meint nicht Sie. Sie kleben an verwesten menschlichen Überresten. Ah? Wir werden Sie auf die Trage heben. Also gut, dann wollen wir mal. Sie drei gehen oben an den Kopf. Was klebt an mir? Nein, nehmen seine Füße. Vorsichtig am Hals, okay? Eins, zwei, drei. Das ist unheimlich. Vorsichtig mit der Schulter, schön langsam. Ja. Oh, was ist da an meinem Rücken? Ah. Oh. Wieso klebt das Zeug an ihm? Starke Industriekleber. Ich hab's. Ich weiß, wie es passiert ist. Er hat da oben gestanden und hat das Plakat angeklebt. Dann ist er über seinen Eimer gestolpert, der Eimer ist runtergefallen und jetzt klebt er fest, nicht wahr? Da klebt ein Toter an meinem Rücken. Bones, wieso können wir die beiden nicht voneinander ablösen? Der Kleber hat ausreichend Zeit gehabt, um fest zu werden. Wenn wir die beiden auseinanderziehen, reißen wir die Haut von Michelangelo ab. Oder noch schlimmer, wir zerstören die Beweise. Das ist schlimmer, als meine Haut abzureißen? Das hier ist mit Sicherheit die Todesursache. Was? Ein anomales Projektil hat eine transparietale Trajektorie ausgeführt. Das kann man auch einfacher sagen. Fall durch den Kopf, Mord. Anzeichen von Insekten- und Rattenaktivität.